Während die israelische Armee Berichten zufolge weiter Gaza-Stadt bombardiert, berät die politische Führung des Landes über eine neue Phase im Kampf gegen die Hamas mit einer möglichen Pufferzone um den Gaza-Streifen. Verteidigungsminister Yoav Gallant führt derzeit Gespräche in Washington, um das Verhältnis zwischen Israel und den USA zu verbessern. Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto appellierte unterdessen in Israel an Regierungschef Benjamin Netanyahu, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Io auspico che Netanyahu capisca quello che la comunità internazionale sta cercando di dire a Israele per il bene stesso di Israele da mesi. Perché io penso che gli Stati Uniti e l'Italia, quando parlano a Netanyahu, chiedono di fermare, di fermarsi, lo facciano pensando al bene futuro di Israele. Spero che lo capisca anche lui. Israel will jetzt mehr Truppen an die Grenze zum Libanon schicken. Der EU-Außenbeauftragte warnte vor einem Krieg mit der Hezbollah-Miliz und den Folgen für die gesamte Region. We are nowhere.